Haben wir von Nerds willkommen zu Let's Play Haut dazu. Lass uns noch so ein Sofa. Und ja, ich hatte ganz kurz eine kleine Pause genommen, hab ein bisschen gestern gesoffen und jetzt sind wir wieder hier in Half-Life 2. Alex, warte auf mich bitte. Und ladet ab. Wie zu jeder verdammten Folge am Anfang. Und Spaß daraus kann man schon ein Klischee bei meinem YouTube-Kanal machen. Wie lange laden bitte die Daten? Moment, ich schau mal ganz kurz. Okay. Ich dachte erstmal, dass die Aufnahme wieder nicht läuft. Ja. Easy. Easy. Erfolgt eine welternexterne Versetzung. Codewiederholung. Opfern. Gewinnen. Toll, noch eine Sicherheitsstation. Okay, Mossman, wo bist du? Ha! Hoppala, das war's versehen. Ha! Hab dich jetzt! Oha! Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Ja, wie krieg ich das auf? Komm schon, Boden! Na, da ist Dr. Mossman. Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Wovon redest du? Verdammt! Weg da, Mossman. Wir kommen rein. Ich glaube, jetzt ist hier am Arsch. Egal, was du denkst. Ich schwöre, ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe! Sei froh, dass du uns noch nützen kannst. Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du? Wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für einen Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn! Dagon, das Dad, ich hole ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor angeben und dann los. Dazu bräuchten wir Zutritt zur Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Also los jetzt. Wir müssen uns jetzt wegteleportieren. Ne? Oh, wieder Geschütze. Dankeschön. Oh mein Gott. Und du hast damit gearbeitet? Wie lange schon? Mach auf! Scheint, als erwarte es uns. Die Combine nutzen ein eigenes Impulsnetzwerk mit sehr langer Startzeit. Das Aufladen dauert ziemlich lange. Schön vorgeblüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. Eli! Da, hier unten! Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith.
Wie sehr bist du frei? Eigentlich nicht. Eli, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Koordinaten, Dr. Mossman. Das ist also das Combine-Portal. Kleiner, als ich gedacht hätte. Ich will die Geschütze unbedingt haben. Dr. Mossman. Kleiner! Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Sind Sie bereit für uns? Gut. Mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für... Was denn das? Moment, das muss wieder runter. Nein, stopp! Was soll das? Du bist doch echte Pistus, Alter. Es tut mir leid, Alex. Es geht nicht anders. Nein! Was ist los? Dad! Nein! Was geht hier vor? Ey, ich glaube, sie haben sich aber zu Dr. Kleiner teleportiert. Dr. Kleiner, halten Sie sie auf! Oh Mann! Was für Koordinaten sind das? Wo hat sie ihn hingebracht? Gib Deckung, Boden. Muss das Portal zurücksetzen. Kann ich wenigstens diese Geschütze bitte haben? Danke. Von dort kommen sie nicht? Okay, von dort kommen sie aber. Danke. Hier ist euer Scheiß, wenn sie lange das braucht. Ach, von dort kommen jetzt auch noch ein paar Ladies. Ach komm, die halte ich jetzt selber auf. Die Geschütze können ihren Job machen und ich mache meinen Job. Dann bin ich von dort kommt auch wieder. Okay, gut. Alex, du hast hier fast gar nichts zu tun. Okay, das gleiche geht für mich auch. Steh wieder auf, du Drecksgeschütz! Cool, eine Granate. Mal ein bisschen besser platziert. Ja, mein Gott, wie lange brauchst du noch? Oh mein Gott. Fast geschafft. Braucht er noch einen Meter? Okay, weniger als einen Meter, einen halben Meter. Wie groß ist eigentlich geworden, frage ich mich gerade. Nur noch ein paar Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt lande. Bin schon drin! Haha, Elite Combines! Ja, rennt lieber.
Rennt um euer Leben. Moment! Am liebsten würde ich Ihnen jetzt den Mittelfinger zeigen. Ladedaten. Da. Da waren gerade die ersten Elite-Kombinationen, die wir richtig gerade vor uns gesehen haben. Oh, warte mal. Oh Mann. Tut mir leid, dass ich jetzt pausiere, aber ich muss ganz kurz gucken. Okay, Aufnahme läuft 10 Minuten. Geschafft. Aber wo ist Dr. Kleiner? Dr. Kleiner, wir müssen raus. Die ist ein bisschen beschädigt. Oh mein Gott. Pff. Alex? Gordon? Meine Güte. Wie seid ihr hergekommen und wann? Was ist los? Meine Liebe. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Ich hatte Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Der Teleporter ging gerade, ich wusste das. Ganz recht. Ist ja noch die Auflade. Juhu. Spüren, aber das war vor einer Woche. Was? Was? Gordon und ich waren doch gerade noch dort. Faszinierend. Unser Teleporter ist anscheinend sehr langsam. Das ermöglicht uns ja einen völlig neuen Ansatz. Wir waren also eine Woche weg. Eine Woche? Was haben wir verpasst? Eine ganze Menge, meine Liebe. Die Aktion bei Nova Prospect wurde als Signal zu Beginn des Aufstands verstanden. Aber was ist mit Vater? Nun, es sieht nicht gut aus. Laut den Vortigons ist er in der Zitadelle eingesperrt. Wir holen meinen Vater raus. Barney führt einen Vorstoß mit genau diesem Ziel an. Und noch jemand kam vor einigen Tagen hier an. Doc, hast es geschafft. Bravo. Oh, den habe ich auch schon fast vergessen. Na, seht ihr? Es besteht noch Hoffnung. Optimist möchte ich auch sein, Doktor. Doc, komm, hörst du mich? Hey, Doc, hörst du mich? Ja, Barney, und ich bin nicht mehr allein. Alex und Gordon sind gerade angekommen. Oh Mann, gute Nachrichten. Ich habe euch schon aufgegeben. Wir wollen eine Basis für einen Angriff auf die Zitadelle einrichten. Gordon und Doc kommen zu dir. Ich möchte Dr. Kleiner erst in Sicherheit bringen. Dann treffen wir uns. Jede Hilfe ist willkommen. Verdammt, Kopf runter! Geh zu, mach weiter! Okay, Gordon, hast ihn gehört. Wir sehen uns, sobald ich mich um Dr. Kleiner gekümmert habe. Okay, ich werde erstmal kurz auf diesen roten Knopf drücken. Oh nein. Scheiß doch auf Lamar! Geh schon, Gordon. Ich kümmere mich darum. Okay. Hier ist doch dieser eine coole Teleporter. Können wir da wieder was rumteleportieren? Ist das so ein Manhack-Teil? Pass auf dich auf, ja. Oh, jetzt sind wir dort, wo wir am Anfang vom Spiel waren. Oh, Muni. Hallo, Doc. Muss ich jetzt hier runter? Geht's denn nicht irgendwie anders? Ich komme mich hier. Ah ja, genau, ich komme mir vor. Ich kann mich noch erinnern, wir sind hier damals in den Fahrstuhl runtergefahren. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir am Anfang waren. Nur geht's hier halt noch ein bisschen weiter nach unten, da wo wir damals noch nicht waren. Bin schon mal gespannt, was da draußen passiert ist eigentlich. Anti-Bürger 1. Oh Doc, du hast mich gerade leicht erschrocken. Was ist hier passiert? Ich glaube, das soll die Zitadelle darstellen. Och komm schon, dich brauche ich jetzt echt nicht. Das sind keine Nova Prospect-Einheiten, das sind jetzt nur noch wieder normale Soldaten. Also die sollten natürlich etwas schwächer sein. Doc, das hättest du vielleicht etwas früher machen können, aber beschweren tue ich mich mal nicht. Doc? Doc ist aber richtig lustig. Doc, du bist der Beste. Ohne Spaß. Du bist mein neuer Bruder. Einfach Rafa, Junge. Ja, wo lang? Oh, machst du mir jetzt extra noch die Tür auf? Muss ich ausgerechnet hier lang? Na gut. Dann trennen wir uns, glaube ich, wieder, oder?
Na gut, Doc. Danke trotzdem für deine Hilfe. Oh, achso, du bleibst doch noch hier. Oder? Okay, tschüss, Doc. Oh, okay. Hier ist G-Man. Fahrstuhl? Okay. Also, okay, ich glaube, hier geht's weiter. Oder hier? Gibt's vielleicht einen geheimen Loot? Gib mir den Loot, okay. Oder hier geht's weiter. Das juckt mein Ohr wie die Pest. Ich glaube, das ist auch das eine Hotel. Hier waren wir bereits. Was sind das für Dinger? Hier waren wir. Hier ist ein Rebell. Gordon Freeman. Wurde ja auch Zeit. Ja, wurde auch Zeit. Ja, achso, ich habe jetzt eine Einheit, ja. Von Soldaten, der mir hinterherläuft. Yay. Okay. Oh mein Gott, hier war... Ja! Aber hier ist ein ganz kurz, was bei mir folgt. Mit Ihnen, Dr. Freeman, haben wir endlich eine Möglichkeit. Ja, dann erklärt mir mal, wo ich hier lang gehen sollte. Ladies. Und Gentalos Menos. C zum Schicken von Einheiten. Kann ich es jetzt hier schicken, den ich sage? Cool, ich kann Einheiten schicken. Ja, wo soll ich lang? Ist ja, da mal los, ne? Wohin? Okay, hier lang. Metropolizisten, ihr seid für mich keine Feinde. Das waren gerade ernsthaft Metropolizisten, die schwächsten Combines, die wir ganz am Anfang hatten. Seid nix für mich. Wir müssen gegen diese Billigkuchen kämpfen, Alter. Da gehe ich ja gleich mit dem Grober auf sie rauf. Pass auf die Hüpfe auf, die sind überall! Ah, das sind Landminen. Ja, dürfte ich. Achso. Ich kann die Hüpfe nehmen und wieder hinsetzen. Somit gehören sie dann zu mir. Die habe ich dann irgendwie. Sie sind sehr gut gegen die Combine. Wenn die Hüpfer ausgegraben werden, ohne hochzugehen, kann man sie überall neu legen. Kopf ab! Treffer! Gut. Du gehst mir am Arsch vorbei. Ach, das gute alte... der gute alte Fernseher raus aus dem Dingenswurf, Alter. Wie auch immer man das nochmal ausspricht. Medic haben wir auch schon mal am Start. Strider, ey. So, Kollege, du legst dich hier mit dem Falschen an. Okay, er. Ja, Block, die legen sich doch zufälligerweise mit dem Richtigen an. Ja, so, okay. So, Stridey. So haben wir jetzt nicht gewettet. Okay, so haben wir vielleicht doch gewettet. Die erste Umgebung. Ich kämpfe hier nur gegen billige Metropolizisten. Was sind das denn? Ich muss mir gerade ernsthaft sagen, dass das... Ich nutze zufälligerweise einen guten Gegenstand, um... Ich nutze zufälligerweise einen guten Gegenstand, um solche Landminen wie euch defekt zu machen, um auf meine Seite zu stellen. Aber was ich mich frage, wie lange läuft die Aufnahme? Die Aufnahme läuft 90 Minuten. Oh Mann, ich mach mal heute eine Überlänge. 30 Minuten! Ich dachte die ganze mir. Na gut, dann nochmal aufs Neue. Du verarschst mich aber nicht.
Fick dich. Die sind noch nicht mal aktiv. Treffer. Easy. Lock mich. Ich will doch nur die Land. Oh mein Gott. Ihr seid nicht mal unter Beschuss. Jetzt seid ihr unter Beschuss. Ladies, block dich mal nicht hier. Geht mal hier hin. Ich will sie wenigstens hinlegen. Ich weiß ja nicht, ob irgendwelche von hinten kommen könnten. Ja, los und schon kommen Ladezeiten. Gerade herrscht hier echt Chaos in dieser Stadt. Aber ein richtig krasser Chaos. Oh Gott, ich brauche hier echt nicht. So, da oben ist so ein Scheißvieh. Da stinkt's hier gleich so rum. Warum bist du feindlich? Hört mal auf, alle rumzustöhnen. Geh es mir auf die Nerven. Geht's hier auch irgendwo weiter? Also dazu gerade unsere Mates heilen. Ja, wie komme ich hier hoch? Achso. Ja, wie kommt man hier weiter, ne? Sorry, Freeman. Das war wieder Deutschreden mit mir, danke. Sterben ist hier nicht angesagt. Und mich geht's nirgends hin. Behandelt mich hier bitte nicht, als wäre ich euer Gott. Lass mich ran hier hinten ins Lüftungsschacht. Okay, einfach nicht. Ich meine, die behandeln mich wie als wäre ich Gott. Aber ich meine, ihr könnt mich ruhig Gott nennen, ne? Aber auf die Dauer geht mir schon leicht auf den Sack. Hey Kollege, ich bin hier. Als Mauler, wenn ich Alex hier wieder hätte, könnte sie sich hier mal wieder mechanisch durchhacken. Als ob ich nicht eine Tür eintreten kann. You're fucking serious. Ich bin zu faul, um den Crowbar zu nutzen. Wie viele Crossbow-Schüsse habe ich? 10, okay, das ist viel. So? Ja, genau so. Arme Metropolis ist mit einem scheiß Shotgun wegzuballern. Hat sie gerade gesagt, Einheit rasiert? Dann kann man Tennis spielen, ne? Ihr seid langweilig. Selbst Rebellen können euch easy stoppen.
mal das mal weg. Meine Güte, ey, lass mich doch. Hier, nimm das Medikit. Danke. Noch irgendeiner. Sag mal, habt ihr etwa überhaupt irgendwie Eier? Nur Spaß, ich gehe jetzt hier einfach lang. Wie? Achso, dann ihn halt. Du schießt mit der Pistole auf einen Typen, der schwer bewaffnet vor dir steht. Weg. Der hält ja weniger als ein Zombie aus. Easy. Ich hab nicht mal richtig in seine Richtung geschossen. Boah, was für ein Zufall, dass ihr hier seid. Wo lang? Wie lange läuft die Aufnahme? Ist ja auch eine Frage. Na, ja, okay. Spiel, würdest du mir bitte erklären? Ja, okay, brauchst du nicht mehr. Kämpft ihr hier ruhig weiter? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich zieh nicht mal ab, aber egal. Na, wenigstens gefallen mir die Medics. Und was, ich nehme jetzt ein bisschen die Pistole, geht aus dem Weg. Aus dem Weg! Wie viele Einheiten tue ich hier bitte rumkommandieren? Okay, brauche ich nicht. Geht Deutsch mit mir. Auf, nach oben. Du bist unnötig. Lad doch nach. Ich lad meine Waffe nach, wann ich es will. Habt ihr mich jetzt alle verstanden? Ach man, das ist mir langweilig mit einer Pistole. Schutzanzug ist magisch. Hier, flick dich zusammen. So Leute, ich glaube, hier wäre es aber auch mal Zeit, die Aufnahme zu beenden. Ich glaube, hier kann man sich den Loot ein bisschen rausschnabulieren. So Leute, ich würde sagen, das wär's mit dieser Aufnahme. Kommen wir nämlich hier bitte rein. Egal. Ich würde sagen, das wär's mit dieser Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.